Hallo, der Titel meiner heutigen Lesung lautet Hammer oder Amboss. Der Wille, im Leben etwas zu erreichen, lässt mich so einiges erdulden, ertragen. Hab frühzeitig gelernt, mich einzufädeln, unterzuordnen. Ansonsten gibt es nämlich auf der Karriereleiter kein allzu steiles Vorankommen. In der Berufsschule wie auch am Arbeitsplatz bin ich fleißig und aufmerksam. Lerne ich meine Lektionen, sauge Fachwissen auf wie ein Schwamm. Da sich lediglich lässt erahnen, was in den Prüfungen so alles wird abgefragt, wird kommen dran. Aus meinem Munde hörst darüber jedoch keinerlei Klage, da mir durchaus ist bewusst, dass Lehrjahre nun einmal sind keine Herrenjahre. Doch wer gedenkt einmal auf der Sunny Side of Life Platz zu nehmen, der sollte sein Examen schon mit Auszeichnung bestehen. Mit solch herausragendem Ergebnis in der Tasche kann man dann auch getrost ins Ausland gehen. Gute Fachkräfte werden schließlich immer und überall händeringend gesucht. Wer dies nicht rechtzeitig begreift, der wird in einem Unternehmen lediglich sehr ungern als Kostenstelle verbucht. Während die Besten der Besten von Firmen allenthalben eingestellt werden mit Kusshand, steht das Gros des Mittelmaß auf dem hart umkämpften Arbeitsmarkt kaum noch Land, so dass es schon bald gerät ins soziale Abseits, denn vor den Preis setzten die Götter auch heute noch den Schweiß. Drum sei auch du gescheit und gebrauche deinen Verstand, indem du dein Leben selbst nimmst in die Hand, bevor jenes irgendwann beginnt, dich vor sich herzutreiben wie ein unmündiges Kind. Jeder Mensch wird unbedarft geboren, doch nur diejenigen, welche sich beharrlich lernresistent zeigen oder aus ihren Erfahrungen nicht die richtigen Schlüsse ziehen, all jene bekommen von des Lebens unerbittlicher Schule fortwährend verpasst unkontrollierte Nackenschläge. Drum stelle darin schon früh die entsprechenden Weichen, denn bloß dann hat man zu gegebener Zeit, wenn es geht ans Ernten, gut lachen in nahezu allen Lebensbereichen. Vielen Dank für euer geschätztes Interesse.